Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mafia. In der letzten Folge hatten wir den Frank zur Flucht mitverholfen. Und jetzt müssen wir noch die Kassenbücher holen. Wo sind die? Wo sind wir denn überhaupt? Na, ich denke mal, wir fahren erst einmal los. Ja? Ja, das wird jetzt nämlich für mich auch ein bisschen ein Blindflug. Ich hatte ja, ich glaube, in der ersten Folge gesagt, dass ich Mafia nie durchgespielt habe, sondern immer nur angezockt. Und ich kann mich noch erinnern an das Hotel, was wir in der Luft sprengen mussten. Aber das mit dem Flughafen von der letzten Folge, das war mir schon wieder neu. Also das ist jetzt, ab jetzt ist das für mich ein absoluter Blindflug, was wir hier noch alles zu machen haben. So, was haben wir denn hier vorne? Polizei. Wollen wir mal kurz den Limiter reinmachen hier. Weg da. Okay, die Kurve nur noch. Gibt's. Die ziehen einfach raus, ne? Vorne muss das irgendwie. Ah, hier an der Ecke, ne? So, okay, und nu? Naja, ich bin mal gespannt. So, da hier rein? Frank hat nicht gelogen. Der Koffer mit den Büchern war in dem Safe. Ich bin ohne Probleme drangekommen. Oh, das war's wohl schön. Ich dachte, da gibt's ein bisschen Schießerei. So. Jetzt geht's zum Bertone. Also. Da bin ich mal gespannt, was er jetzt Schönes für uns hat. Ja, ziehen wir mal hier durch. Dann sind wir auf dem richtigen Weg, gell? Ah. Hä? Warte mal, warte mal. Moment. Ja, doch, doch. Wir müssen jetzt hier runter. Ja, genau. So, Lukas, was hast du denn Schönes für uns? Uah. Hey, was hast du denn da wieder vom Schmuckstück? Hallo. Wie geht's denn so? Gut. Na, alles klar? Gut, und selbst? Gut, aber so ein Kerl aus Hoboken hat meinen Kumpel zusammengeschlagen. Ein Typ aus der Black Cat Bar. Dem sollte mal jemand eine Lektion erteilen. Ist so gut wie erledigt. Würdest du das machen, Tommy? Toll. Aber er schieße nicht. Du sollst ihn nicht töten. Schlag ihn nur windelweich, bis er um Gnade winselt. Wenn du das tust, gebe ich dir dafür auch ein echtes Ausstellungsstück. Klar, wie sieht der Kerl denn aus? Oh, er ist ein echter Gorilla. So ein Typ in der Black Cat Bar. Du erkennst ihn dann schon. Er heißt Big Stan. Richte ihm aus, es ist eine Lektion von Carlo. Okay, wird gemacht. Finde Stan und erteile ihm eine Lektion. Na, ich bin gespannt. In der Black Cat Bar, habe ich das jetzt richtig verstanden? Wo ist die denn? Hier unten. Ja, langsam kennen wir uns aus hier. Ja.
Müssen wir wieder quer durch die ganze Stadt, wa? Jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Sonst kommen wir da ja nie an. Wow. Weißtreibende 50 Meilen pro Stunde. War ein bisschen sehr knapp. Oh, Polizei. Limiter rein. Sind wir hier überhaupt richtig? So, machen wir mal über die Brücke. Ich denke mal bei unserem... Mensch, mach weg. Bei unserem Klick, jawohl, da ist die Brücke oben. Sehr schön. Ich stelle da mal einen richtigen, so richtig Anlauf und Sprung drüber. Mal gucken, nehmen wir gleich mal Anlauf. Wie lang ist denn das Schiff noch? So, na komm, mach runter. Jetzt. So, da geben wir mal Gas, Jawohl. Das war ein Stunt. Okay, wo müssen wir jetzt? Ne, ich will eigentlich hier in der... Warte mal. Da muss ich noch mal kurz rechts ranfahren. Ich will doch eigentlich in die Black Cat Bar. Ach, hier oben ist die Salieris Bar. Okay. Ja, ist ja gut, ich fahre ja. Weg da. So, ich bin nichts gewesen hier. Scheiß Polizeibohr, ja. Das. Wenn die wüssten, was ich jetzt vorhab. Was denn jetzt? Konntet ihr euch nicht entscheiden oder was? Da müssen wir wohl... Okay, da müssen wir hier der... Hier oben ist es doch, die Black Cat Bar. So. Halten wir mal an. Sieht ein bisschen aus wie meine Katze. Das ist bestimmt hier der Big Stan, hä? So sieht auf jeden Fall aus. Big Stan? Wer will das wissen? Ich habe eine Nachricht von Carlo. Willst du es auch kriegen wie er, oder was? Nein, ich nicht. Scheint ein Glückstag zu sein. Ich reiß dir den Kopf ab! Echt? Was tust du zum letzten Mal? Willst du mich wütend machen? Ja. Na komm. Verdammt, der Bastard! Ich krieg ich! Was denn jetzt? Schnell weg! Mit Lauf vorne einsteigen! Los, weg! Oh, ehe die Karre anspringt. Oh. Polizei mit einem großen Fragezeichen. Das zieht einfach raus, ne? So. Na, wartet mal, da müssen wir doch direkt... Hotel Black. Ah, das ist wohl hier die Kneipenmeile, hä? Leute, die Brücke ist mal unten. Das ist ja mal was ganz Neues. Aha.
Ah, ich hab's. Scheiße, ich hab's gewusst. Na, ja, wir halten an. Es wird natürlich nie wieder vorkommen, ist klar. Ah, scheiße. Das war ein Vergehen. Sie müssen eine Strafe bezahlen. Okay, kein Problem. Hier ist das Geld. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Leck mich. Na los, weiter geht's jetzt. Die klemmen mir aber ganz schön am Arsch, ne? Komm, ich fahr jetzt mal hier drauf. Die genau, haut mal ab, ja. Hier ist doch schon wieder ein Bullenwagen. Das gibt's doch nicht, das ist doch irgendwo ein Nest. Weiß kommt, das war gelb. So, Limiter raus, Latte. Oh, ist da schon wieder ein Bulle vorher? Ja, das gibt's doch nicht, ey. Weg. So, jetzt muss ich schon mal gucken. Boah, wo bin ich denn jetzt wieder hingefahren? Mann! So, mal gucken. Jetzt will ich aber ein schönes Auto haben, ne? Habt ihr gesehen, ne? Voll reingedriftet hier. So, komm. So, Lukas, was hast du denn hier Schickes? Hm? Hat er seine Lektion gelernt? Ohne neue Zähne wird er wohl nur Brei essen können. Da wird sich Carlo aber freuen. Also, wo ist das Auto? Es gehört einem Typen im Villenviertel von Oak Hill. Ein wahres Wunder der Technik. Spitzenmotor. Fährt sich echt gut. Vorderradantrieb. Wirst schon sehen. Mann, sowas fahren doch nur Filmstars. Genau. Sieh dir das Schloss an. Knackst du im Handumdrehen. Sei vorsichtig, wenn du es dir holst. Der Typ hat ein paar Leibwächter. Aha. Na gut, da holen wir. Danke, Lukas. Na klar. Danke, Lukas. In der O'Kill. Tja, da fahren wir mal ins Villenviertel, ne? Und mal gucken, wo die Reichen und Schönen da so wohnen. Die Filmstars. Fast doch in der Mangel genommen hier. So, dann, na gut, fahren wir unser Stück gerade aus. Polizei? Ich bin eigentlich bei Rot über der Ampel gefahren. Wir haben es nicht gesehen, zum Glück. Ein junger Mensch muss einmal Glück haben, ne? Da ist das nicht die Ecke, wo der Consigliere gewohnt hat? Oh. Schade. Shit, ich hab nicht aufgepasst. Ich weiß. Es tut mir wirklich leid. Es wird nie wieder vorkommen. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Oh, leck mich doch am Arsch.
Da hast du nur ein Limiter drin, weißt du, kriegen die dich wegen irgendwas anderen an Arsch, du Ehrenlos. Ja, jetzt geht's ins Villenviertel hier, ne? Sehr schön. Ja, na klar. Oh. War mir nur noch Neid, du Depp. So, ab geht er. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Hier unten war doch der Frank und hier oben waren wir noch gar nicht. Ist Villenviertel. Wow. Ah, ich höre schon die Möwen. Warte mal, da unten, das ist doch bestimmt hier aus dem Intro, ne? Da wird... Ja, genau. Das ist doch der Strand hier oder was das ist aus dem Intro. Na gut. Da haben wir das auch mal gesehen. Boah, jetzt quälst du dich wieder hoch, gell? Boah. Polizei? Ja, wo sind wir denn? Ach, das geht noch eine Weile. Ja, ja, ich bin ja schon weg. Oh, wie weit denn noch? Also wenn das Auto, was wir jetzt klauen, nicht gut ist. So, jetzt aber. Oh, schöne Gegend, ne? Müssen wir jetzt hier rein? Nee. Hier. Aha. Okay, dann würde ich sagen, da tun wir mal unschuldig aussteigen. Ich meine, wir können ja tauschen, da kann ja hier den Super Six kriegen. Jetzt gucken wir uns die Sache erstmal an. Das sieht mir doch aus wie ein Leibwächter, ne? Legen wir den zusammen. Das ist gerade Polizist hier. Ah, das ist ein Leibwächter. So, warte mal, geh mal um die Ecke. Du Bastard! Finger weg von dem Auto! Hilfe! Ah. Polizei! Du willst mich wohl wütend machen? Klar. Ah. Oh. Ich werd richtig böse! Echt? Na komm. Oh, was denn jetzt? Los, rein! Schnell weg! Polizei? Fragezeichen? Erst einmal dran gewöhnen. Okay, fahren wir zurück zu Salieris. Wobbelt knapp. Ja, fährt gut. So, bestimmt jetzt wieder hier nur noch, ja. Muss dann mal austesten, was die Kiste so bringt. Mensch, schau doch ab. Aus dem Weg. Hm.
Ich steh den ja mal ausreizen. Können wir da hier kleine Abkürzung nehmen? Oh, ist der läuft. Das hat die Polizei hier nicht interessiert, ne? Was ist denn jetzt? Ich glaube links, ne? Denn mal hier haben sie doch irgendwo einen Frank dann rausgeholt, ne? Ich glaube, ja. Also so fährt die Hütte nicht schlecht, ne? Komm, ich nehme jetzt mal ein Limiter raus. Obwohl, ich bin schon zweimal verhaftet worden. Was blinkst denn du? So. Komm, gib Gas. Ja, und wenn du da von einer Stadtseite zur anderen fahren willst, dann bist du ewig unterwegs. Polizei. Ja, natürlich ist da wieder rot. Ah, los, komm, fahr zu. Ach, die wollen nur noch rechts rum. Mann. Ja, genau, kommt noch fort. So, kühlen wir mal auf. Donne weg. Jawohl. Da bin ich mal gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Wartet. Ne, Quatsch. Oh, Einfahrt verpasst. Das Schild Salieris ist ja auch nicht groß genug. Hier, guck mal, Ralfi. Schönes Teil, ne? Glücklicherweise kauften mir alle ab, dass Frank tot war und ich seine Leiche entsorgt hatte. Und Franks Beerdigung musste ohne Frank stattfinden. Die Mafia organisiert gerne würdige Beerdigungen für wichtige Leute, auf denen sie die untereinander ausstehenden Geschäfte vergessen. Oder die mit dem Toten. Die Verstorbenen werden in ein gutes Licht gerückt. Das ist ein Grundsatz für jeden Gangster. Wenigstens auf einer Beerdigung. So kam es, dass nicht nur Salieri und unsere Männer lange Reden über ihren besten Freund Frank hielten, sondern auch Morello und andere Gangster. Morello und Salieri weinten Schulter an Schulter. Es sah nicht so aus, als wären sie sich noch vor einem Tag fast an die Kehle gesprungen. Frank hätte sich im Grabe herumgedreht, wenn er tatsächlich tot gewesen wäre. Schätze, alles ging ziemlich gut aus. Ich musste mir nur etwas für Franks Familie ausdenken. Salieri wollte natürlich der armen Witwe seines besten Freundes bis an ihr Lebensende zur Seite stehen. Ich konnte ihm schließlich nicht sagen, dass sie sich zurzeit bequem in Europa erholten. Tom, unsere Probleme sind anscheinend noch nicht vorbei. Der Staatsanwalt, der Frank beinahe umgedreht hätte, gräbt weiter Schmutz aus. Und man sagt, er hat sogar Zeugen. Scheinbar sind der Stadtrat, dessen Sohn ihr erschossen habt, ernsthaft auf Rache.
Er ist mit dem Staatsanwalt auf Du und Du. Und wenn wir ihnen nicht auf den Zahn fühlen, werden sie uns Schwierigkeiten machen. Das klingt gar nicht gut. Was viel schlimmer ist, der Kerl traut niemandem. Er hat alle Beweise gegen uns in einem Safe in seiner Villa. Sam und Pauly kümmern sich, während wir hier reden, um die Zeugen. Und du musst diese Beweise beschaffen, Tom. Wie kommen wir da ran? Nun, da ist heute eine erstklassige Gelegenheit. Der Herr Staatsanwalt geht nämlich heute Abend ins Theater. Und sonst ist niemand zu Hause. Das heißt, niemand außer den Sicherheitsleuten. Natürlich. Aber das Arbeitszimmer ist leer. Die Villa ist im Millionärsviertel. Unser Staatsanwalt ist nämlich nicht gerade arm. Danke, Luigi. Es ist dir überlassen, wie du reinkommst. Aber rechne damit, dass um die Villa Wachleute patrouillieren. Sobald du drin bist, hast du es geschafft. Die Villa ist leer. Das Büro des Staatsanwalts ist im ersten Stock und in der Wand müsste ein Safe sein. Dafür nimmst du Salvatore mit. Das ist ein Mann, der praktisch jeden Safe in Amerika knacken kann. Sobald du alle Beweise hast, müsst ihr verschwinden, bevor der Staatsanwalt zurückkommt. Okay, Boss. Wo finde ich diesen Salvatore? Er wartet unten in Hoboken auf dich, an der Ecke beim Stadion. Du kannst ihn auf dem Weg zur Villa mitnehmen. Ich muss dir nicht sagen, wie wichtig dieser Job für uns ist, Tommy. Buona fortuna. Ich tue mein Bestes, Boss. Und Tommy, falls du auf den Staatsanwalt triffst, leg ihn nicht um. Auf keinen Fall. Das macht uns nur noch mehr Ärger. Verlassen Sie sich drauf, Boss. Salvatore abholen. Was haben wir denn für schicke Autos hier? Was ist los? Ich muss bei Vincenzo noch eine Knarre holen. Ach so. Guten Abend, Vincenzo. Ne, was hast du denn gut? Heute ist ein Einbruch geplant, also brauche ich was Unauffälliges für den Job. Tommy, ein Schläger scheint angemessen. Hm? Wenn du einem damit eine von hinten über die Birne ziehst, ist er erstmal außer Gefecht. Nimm doch zur Sicherheit noch diesen 1911er Colt mit. Ich wollte schon ich sagen. Ich drücke dir die Daumen, Tommy. Danke. Danke, Vincenzo. So, na jetzt aber, Besuch bei reichen Leuten. Hole Salvatore an der Straßenecke beim Stadion ab. Okay, meine Lieben, das machen wir das nächste Mal. Bleibt schön gesund. Schaltet gern das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Mafia. Und wenn euch meine Videos gefallen, liken, kommentieren, abonnieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.